Markus, ihr habt gut angefangen in dem Jahr. Jetzt gab es die erste Niederlage 0:1 in Aue. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war das heißt verdiente Niederlage nicht. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit ganz ordentlich dann gespielt haben. Die erste Halbzeit war zu wenig, das wissen wir selber. Wir haben gut laufen lassen am Ball trotzdem auch und haben die zu viel laufen zwingen können. Die haben dann ihre Fehler gemacht in der zweiten Halbzeit, worauf wir gelauert haben. Dumm ist halt nur wieder, was für Tor, das wir kriegen, weil wir uns wieder selber besiegen und nicht, weil die uns besiegen. Und ärgerlich ist natürlich auch, dass wir einfach in der zweiten Halbzeit von 600-prozentige Kaltorne machen. Und wenn du auswärts einfach aus 600-prozentige Kaltorne machst, dann kannst du ja auch nichts mitnehmen. Leider jetzt mit einem schlechten Ausgang verloren in Aue. Woran lag es heute? Ja, erste Halbzeit war richtig schlecht. Wir haben nicht gut gespielt. Aue hat gut verteidigt mit 11 Mann hinter dem Ball und das war ein schweres Spiel.